Hallo und herzliches Willkommen zurück zu Vizebeast Infinity. So, ich habe herausgefunden, woran es lag. Man braucht immer 8 Lapis für einen Arbeitsdurchgang. Also braucht noch ein bisschen mehr Lapis Lazuli Dust. So ungefähr, keine Ahnung, ein paar hundert. Lapis, machen wir mal 100. Klingt gut. Sind unsere Machine Blocks fertig? Schaut gut aus. Dann bauen wir den Replicator. Machen wir die Teleporter. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir den HV. Habe ich Bronze-Ding eingespeichert? Okay. Wo ist mein Pattern Encoder? Ich hasse diese Rezepte. Insulate the Gold Cable. Gold Cable. Gold Bar. Encode. Mach das. Dann machen wir Goldkabel. Ah, falsch. Goldkabel machen wir so. Natürlich mit dem Cutter. So, Code. Dann brauchen wir Insulated Gold Cable. So. Dann können wir das mal da reingeben. So. Gold. Goldkabel. Insuliertes Goldkabel. Ich setze hier mal wieder ein bisschen um. So. Das sollte ich eventuell auch noch da hochpacken. So. Schaut besser aus. Dann brauchen wir. Was brauchen wir denn? So, dann brauchen wir das Zeug. Was ist mein Pattern-Encoder? Sollte eventuell noch. Haben wir Sulfurum auf jeden Fall, aber Lead Dust. Lead Dust. Kann ich das einfach so machen? Ja, kann ich. Das ist gut. Genau das machst du. Lead Dust. Processing Pattern aus einem Lead. Machst du ein Lead Dust, nicht zwei. Das bekommt der Pulverizer. Der Pulverizer bekommt Lead Dust. So. Soll der aufhören zu behindern, zu sprechen? So, dann machen wir noch Bronze Item Casing. Eins, mir egal. Dann haben wir noch Copper Cable. Jupp, perfekt. Dann brauchen wir. Sulfur haben wir, okay. Welches Sulfur haben wir am meisten? Das von IC2, okay. Macht doch irgendwie Sinn. Ne? So, dann machen wir Pattern. 10 Stück. Ah, jetzt tue ich schon dämlich, oder? Das alles braucht. Da haben wir. So, dann brauchen wir noch das da. Neues Rezept. Ich glaube, das sind bis jetzt die meisten Rezepte, die wir drin haben. Ein MV-Transformer. Das Rezept ist ja mal dämlich. Basic. Das ist wenigstens einfach. Ha. Perfekt. Dang it. Damit. So. Brauchen wir einen MV. Dings da, Gedöns. Moped. Wie immer. So, brauchen wir einen HV. Brauchen wir einen Circuit. So, Circuit. Git. Oder so. Brauchen wir Advanced RE Dings da. Advanced. Das da. Die Störung. So, dann sollten wir alles haben. Auch so ein bisschen Goldkabel. Goldkabel. So, machen wir mal eins. Dann haben wir gleich den HV eingespeichert. Dann passt das. Dann machen wir. Ach, mich kratzt gerade voll am Hals. Dann machen wir gleich zwei HV. HV. Craft. Dann brauchen wir noch ein MFE. Boah. Mehr von dem Shit. MFE. Holy shit. Miss Insert the Golden Basic. Basic. Na komm. Mensch. Und Gold. They see me golding. Oder so. Ah, Entschuldigung, das war Rolling. Ne? So. Ein MFE. Das ist ein MFSU auch gleich ein Speichern, egal. Werden wir ihn nie brauchen.
Perfekt. Den Sand kann ich eigentlich auch schon wegpacken, genauso wie das CF-Ding. Das brauche ich eigentlich nicht mit mir dabei. Das kommt weg. Die Hämmerei noch, das kommt weg. Okay. Was sagt unser Lapis Dust? 21. So. Dann brauchen wir das da. Brauchen wir 2 HV. Habe ich ein MFE. Mephe. Ich soll vielleicht das Lapis-Zeug dann canceln. Cancel. Soll ich das vielleicht auch unten rausnehmen? Das wäre eine Idee. So, ich kann ins System. Perfekt. Dann macht er jetzt wieder Diamond Dust. So, wir sind mit der Fruit of Grujaya essen. Da was drin? Nö. 5. Ich glaube 5 Overclocker sollten schon reichen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ich sollte das einspeichern. Dann machen wir Tin Plate. Wurscht, egal, wie auch immer. So, 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 so. Speichern. Dann haben wir die Zelle. Das ist ein Overclocker. Holy shit. Brauchen wir eine Coolenzell. Genau, das sind 5. Und dann können wir einen Overclocker einspeichern. Used. In einem Overclocker. Bin schon dämlich, ne? So, brauchen wir 3. Brauchen wir einen Circuit. Craft. Craft, craft, craft. Schneller. So. Brauche ich 2 Kupferkabel. So. Mach. Encode. 2 kann ich machen, okay. Oh, Bricklocker. Einen, okay. Perfekt. Ist eh schon geklärt. Die kann ich auch mal wegpacken. So, die bekommen natürlich den Messerita. Ah, es geht wesentlich schneller. Okay. Das heißt, weiter geht's. Hiermit. Es fehlt nur mehr der MFE. Möffe. Es fehlt dann so noch. Dazu fehlen noch die Energy Crystals. Einer fehlt. Okay. Einer wird gecraftet. Gecraftet. Wow. Ich soll irgendwie mal mehr Disketten machen. Die drüber dran fehlt auch noch. Aha. Das Ende lügt immer nie. Nein. Nur Spaß. Möffe. Genau. Ein Replicator. Perfekt. Der wird natürlich auch Strom brauchen. Red Dings da. Gedöns. Wie immer. Der kriegt jetzt auch Strom. Vielleicht, hoffentlich. Ganz langsam. Wie auch immer. Okay. Wir uns sozusagen noch nicht viel bringen, da wir noch einen Mass Fabricator brauchen. Außerdem schon Rarity Doppelpunkt Sacht. Nein, haben wir nicht, verdammt. Okay. So, Mass Fabricator. Wir brauchen einen Lapotron Kristall. So. Was ich auch machen sollte, ist vielleicht die Recycler einspeichern. Glühstön in die Ecken und ein Lapotron. Glühstön. Lapotron. Es fehlt dazu und es fehlt. Ah, ein ganzer Haufen. So. Sechs Coolant. Ist schon wieder leer. Die brauchen wir gerade auch nicht mehr. Genug CF-Shit. Okay. Der wird immer noch gecraftet. Lapotron. Mir fehlen noch 3. Boah, geht's langsam. What the fudge? Ah, 2. 1. Irgendwie geht das Ganze ein bisschen langsam. Okay, jetzt sollte gleich fertig sein. Lapo. Denn unser Ziel ist jetzt eigentlich Solarpaneele zu craften. Wie viel Iridium? Ingots haben wir. What the fudge? Holy f. Wir haben 82.000 Iridium-Ingots. Gerade mal ein normales Iridium. So, es backt schon wieder.
Ich würde sagen, unsere Laser Drills waren fleißig. Ei. 82.000 Iridium jetzt. Okay. Das sind jetzt im Iridium Erz. Die kommen zum einen aus meinem Miner, der die ganze Zeit gelaufen ist. Und zum anderen kommt das Zeug aus dem. Na, wie heißt das Ding schon wieder? Aus dem. Ich hab's vergessen. Aus dem Laser Drill, genau. So. Das heißt, wir bauen Solar Panel. Holy shit! Halleluja. Soll ich davon einen Screenshot machen? Holy fuck! Okay. Never mind. So. Seht ihr, wir haben schon genug Iridium, ohne dass wir überhaupt angefangen haben mit dem dämlichen Mod. Weil ist unser System wie Furnaces crafted? Furnaces. Okay, was ist es? Wir brauchen ein Basic. Was ist der Dicker? War das ein Eisenplate? Nein, das ist eine RE-Battery. Das Rezept ist eben noch gleich von ganz damals. In 1.4 Zeiten, wie Industrial Craft noch modern war. Ja? Das sind Zeiten. Das waren noch Zeiten. Furnace. Ein Generator. So, ein Electrical Shit. Electrical. Electric Circuit. Na komm. 1, 2. Glass. Das war so rum. Und Coal. Die können wir Gott sei Dank sehr schnell craften, dank dem Thermal Expansion Zeug. Natürlich ist das falsch rum. Wieso auch? Wieso soll es auch anders sein? Glass. Das ist mir schon damals immer passiert, dass ich das falsch rum mache. Coal. So, ein Solar Panel. So, wir können uns jetzt haufenweise von diesen Advanced Dingern bauen. Oh, denn die Advanced Dinger brauchen nämlich nur die Ingots für das da. Die, zum Beispiel das Hybrid oder Ultimate Hybrid braucht schon Iridium Platten und die bekommen wir nur aus dem anderen Iridium. Das heißt, wir können jetzt haufenweise von denen bauen, aber keine von denen. Das heißt, wir kleistern uns mal das Dach mit den Advanced voll, treiben damit den da an und machen uns haufenweise Iridium. Ja? So. Solardestiller. Stimmt, genau, das war destilliertes Wasser. Die sind natürlich auch ganz cool. Ich meine, so 32.000 RF pro Tick. Ja. Schon ganz cool. Aber die produzieren eben nur RF und keine EU. Ja. Ja, schade. Die Solar Panels finde ich nämlich auch ganz cool. Aber die bringen uns nichts. Ultimate Solar Helmet. Okay. Vielleicht kommt es ja mal soweit. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, hier brauchen wir mal Iridium-Dings da. Die brauchen wir das Uranium-Zeug. Gut, dass wir von den Uran-Zeugs auch 200.000 haben. Uranium, ja, 200.000 kommt ganz gut hin. Ist mal das da. Dann, okay. Brauchen wir das da. Dann brauchen wir das Iridium-Dings da, okay. Iridium Glass. Glass. Glass Pain. Genau das Zeug da. Die Störung. Das heißt, wir sollten unseren Kompressor auch mal upgraden. Okay. So, das heißt, wir brauchen nur Advanced Alloy. Okay, die Iridium. Oh, genau, stimmt. Da brauchen wir Molecular Shit. Aha. Wir brauchen mehr Lapis. 100 passt. Wir brauchen das. Müssen wir wieder Tindast machen? Bitte. Natürlich nicht. Pattern. Gleich mal 20. Na komm. 20. So, Tin. Wir zu Tindast. Oh, kann ich gleich da auch machen. Jupp. Ja, Gott sei Dank, das funktioniert im Pulverizer. Das heißt, es geht schnell, alles andere geht langsam, was mit Industrial Craft ist. Denn wir haben keine Advanced Machines mit drin. Das finde ich immer noch schade, wie zum Beispiel ein Rotary Macerator, den es mal gab. Genau. Was war das zweite? Für die Neutron Reflector Shitty Zeug.
Auf das war kein Okay, das war cool. Eine Copper Plate. Gut. Es ist erträglich. Dann können mich das Ding einspeichern. Da. Neutron Reflector. So, das ist ein Neutron Reflector. Neutronen Reflector. Erinnert irgendwann den Reaktor aus. Na, ist der Mod schon wieder. Wie ist der? Reactorcraft, genau. So, wir brauchen mehr Copper. Falsches Terminal. Na doch, stimmt. Falsches Ding. Copper Plate. Da reicht eine. So. So, dann brauchen wir den Neutronending an 2. Ein Fick Neutron Dings das. Neutronendinger 2. So. Aber ich würde erstmal sagen, das ist von dieser Folge. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst euch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Ciao.